Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ladies and Gentlemen, Rebell Comedy, freundliche Übernahme. Ich habe eine Bitte an euch. Glaubt nicht immer das, was im Fernsehen, was einem im Fernsehen erzählt wird. Glaubt das nicht, was in den ganzen Medien immer verbreitet wird. Hier, der ist böse, der ist blöd, der ist hässlich. Glaubt das nicht immer. Das ja, okay, das ist Ausnahme. So, war das asozial? Ja. So, glaubt das nicht immer. Ich sage euch warum. Ich zum Beispiel, ich habe Angst vorm Fliegen. Ja, ich habe Angst vorm Fliegen. Wisst ihr warum? Wegen Fernsehen, wegen Filmen. Ich habe Angst vorm Fliegen wegen Final Destination. Ich habe Angst vorm Schwimmen im Meer. Ich bin Schwimmer, ja? Ich bin Schwimmer, ich habe all meine Schwimmabzeichen, aber ich habe Angst davor, im Meer zu schwimmen. Warum? Wegen den Haien. Und warum? Wegen welchem Film? Der weiße Hai. Dann war ich letztens in Marokko schwimmen, wurde mir das Gegenteil bewiesen. Ich war so am Schwimmen, im Meer so, weißt du, so Wasser ging bis hier, ich war am Schwimmen, alles gut, auf einmal ein Hai. Ich mich voll erschrocken, der Hai, ich guck so, ein Hai, ich so, wow! Und der Hai auch so, der so, wow! Der Hai guckt mich so an, ich guck den so an, ich so, ey, warum erschreckst du dich? Und der Hai so, warum erschreckst du dich? Ich war ein bisschen verwirrt, warum spricht der so? Ich so, ey, ich hab den Film Der weiße Hai gesehen und ihr habt Menschen gefressen. Der so, ja, ich hab den Film auch gesehen und ihr habt am Ende die ganzen Haie getötet. Ich so, krass, warum hat der so einen Akzent wie Aachener? Auch ein bisschen verwirrt, auf jeden Fall in Marokko, keine Ahnung warum. Ich so, ey, warum, wie, warum, und deshalb hast du Angst? Der so, ja, Mann, der so, glaubt das nicht, was in den Filmen gezeigt wird. Und dann hat er mich belehrt, der so, glaubt nicht, was in diesen ganzen Filmen gezeigt wird, weil der weiße Hai in dem Film Der weiße Hai hat mein Cousin gespielt. Ich so, laber nicht, der so, ja, mein Cousin ist voll lieb, ist voll super Schauspieler, aber der ist voll lieb, der ist voll der Kiffer. Der hat Shisha-Bar hier unten im Wasser. Wenn du willst, wir gehen rauchen, ein bisschen blub, blub, blub. Ich so, nein, Mann, ich hab aufgehört. Der so, okay, Bruder, aber weißt du was? Ich so, sag mal ehrlich, warum kannst du sprechen? Der so, Khalid interessiert dich nicht. Ich so, woher kennst du meinen Namen? Der so, Moruk, halt's Maul jetzt. Ich so, warum redet der wie ein Türke? Bis Mittelmeer, Marokko, Alter, was ist hier los? Auf jeden Fall, und dann hab ich so zu dem gesagt, ich so, okay, von wem soll ich dann Angst haben? Und so, der so, weißt du, wer die schlimmsten Fische sind? Ich so, wer denn? Der so, Goldfische. Ich so, warum? Wie kommst du da drauf? Der so, ja, Bruder, frag dich mal, woher die das ganze Gold haben. Katar ist nichts gegen die. Und dann sagt er, aber weißt du was, ich habe keine Zeit für dich jetzt. Ich muss jetzt Kochkurs, heute gibt es Sushi, Moruk. Und geht weg. Ladies and Gentlemen, erstmal eine Sache. Ich bitte um einen Riesenapplaus nochmal für meinen Mann DJ Wati, der die ganze Zeit hier auf der Bühne ist, die ganze Zeit am Durchdrehen ist. Und wir sagen immer gerne, DJ Wati ist der Mörder. Sagt ihr das auch, wenn etwas geil ist, der Mörder? Sagen wir mal, DJ Wati ist der Mörder. Kennt ihr noch dieses Lied? Ey, Miss Fati Fati, you a murder. Kennt ihr das? DJ Wati ist der Mörder. Bester DJ, von dem ich jemals gehört hab. Scratch die Platten ja wie ein Gestörter. Moment! Moment! Sitzt in der Ecke und isst Vogelkörner. Ladies and Gentlemen, wir kommen nun zum Comedy Grand Prix Gewinner 2016. Auch er, Nordafrikaner. Ich bitte um einen Riesenapplaus für Salim Samatu! Alles klar bei euch, ey, perfekt, voll die Ehre, hier zu sein, es geht, Düsseldorf, mega. Genau, hat schon gesagt, ich bin auch Nordafrikaner und ich weiß nicht, wer von euch diese Sache da geguckt hat im Fernsehen, aber normalerweise, habe ich immer bisher erzählt, habe ich mich immer gefreut, an Bahnhöfe zu kommen, weil bisher war die Story, also letztes Jahr, kam ich immer an Bahnhöfe, Leute haben sich gefreut, haben geklatscht, juhu, willkommen in Deutschland, kommen Sie zu uns, ja, wir sind froh, Sie zu sehen. Hab warme Decken gekriegt, Geschenke, T-Shirts, Kuchen, alles halal, war richtig Baba, ne? So. Das ist auch perfekt, alte Omis kamen zu mir, oh mein Gott, Herbert, der braucht Liebe, haben mich umarmt, ich hab zurück umarmt, mua, Oma, weißt du. So, das war alles vor Silvester, ne? Jetzt nach Silvester hat sich alles geändert, Habibis. Ich weiß nicht, was abging, Alter, aber das ist Hardcore. Zum Beispiel, ich war letztes Mal auch, war ich auf dem Weg zum Geburtstag, bin auch mit der Bahn gefahren, extra keine Geschenke gekauft, weil ich wusste, ah, gleich gibt's wieder Geschenke, weißt du?
Extra, so. Ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Nie wieder was gekauft, immer nur am Bahnhof. Korrekt, was gibt's hier noch? Ich chill hier noch ein bisschen, krieg bestimmt eine Zahnbürste. Jawohl, Baba, weißt du, das war so Super Mario-Level für mich, Baba. So, das war Killer. Und dann auf einmal komme ich da an, Alter, freue mich schon so, ey, wie geht's, Rabebis? Keiner klatscht, niemand. So, die gucken mich alle nur noch an, auf einmal bin ich überall Tatverdächtiger. So. Die kommen so zu mir nach, zum Köln Hauptbahnhof. Entschuldigen Sie, passen wieder auf eine Täterbeschreibung an Silvester, so fünfmal. Ich so, ey, yo, versteht das falsch, ich bin kein Flüchtling. Wollen Sie etwa sagen, nur Flüchtlinge machen das? Kommen Sie sofort mit? Oh shit, okay, sorry, Bro, das war komplett falsch verstanden. Die Omas, die mich vorher umarmt haben, kommen jetzt Armlänge, Abstand, Habit. Pff, wisst ihr, wie ich meine? Ich so, yo, ey, so hart sind die Zeiten nicht, keine Sorge. Nein, Armlänge, Abstand, weißt du, die haben mich komplett hängen lassen. Den einzigen Applaus, den ich dann bekommen habe, war in der Untersuchungshaft von den anderen Flüchtlingen. Ey, Habibi, jawohl, du hast es geschafft, Bruder. Ey, du musst flink sein, nicht so schnell. Weißt du? Versteht ihr, wie ich meine? Das war hart. So, das war alles letztes Jahr. Und die Bullen sind auch brutal aggressiv geworden, Alter. Ich habe keine Ahnung, was bei denen abging, aber die Bullen, die fucken richtig ab, Mann. Weil ich hab, was ich gelernt habe, war, ich reiß voll viel, dass die Bullen, je nachdem, in welchem Land die sind, die lernen immer andere Kampfsportarten, Alter. Zum Beispiel hier in Deutschland lernen die immer Kickboxen, Judo und sowas. Das erkennt ihr daran, wie die einen kontrollieren nach den Fahrzeugpapieren. Jedes Mal, oh, Fahrzeugpapiere bitte, Entschuldigung, Ausweis bitte. Haben Sie einen Ausweis, bitte? Weißt du, hinten dran, immer die Frau im Wagen. Ja, okay, alles klar, hat er einen Ausweis? Ja. Wenn du Hilfe brauchst, sag ich, komm, dann rufe ich jemanden, der kommt dann. Weißt du? So ist das hier. Nein, ist okay, Bruder. Ja, wir kennen das. Brauchen wir nicht, passt schon. Das ist alles korrekt hier, ne? So, da war ich aber letztens, hab mal Urlaub in Brasilien gemacht und dort lernen die Capoeira. Weiß je, okay, keiner weiß, was das ist, okay. Okay, wisst ihr das echt? Okay, für die, die es nicht wissen, zwei Beispiele. Bei Tekken gab es diesen Typ, der hieß Eddie Gordo. Dieser Typ, der immer so da gestanden hat, weißt du? Wo du jedes Mal den einfach nur nehmen musstest, alle Knöpfe drauf drücken musstest, hast du gewonnen, weißt du? Der da. Das ist eine echte Kampfsportart. Das ist so eine Kampfsportart getarnt als Tanz, so, weißt du? Wisst ihr, wie das den Kopf ficken muss von anderen Leuten, gegen die kämpfen, so, weißt du? Der fängt da so an zu tanzen, der andere Typ jetzt denkt, es ist ein Dance-Battle, weißt du? So, hey, Bruder, was geht, alles klar, Mann. Und der Typ dann auf einmal, weißt du, dann liegst du da wie so ein Deppen, der wirkt dich aus. Ich so, okay, Mabuata. So. Das Lustigste, was ich jemals gesehen habe, war, dass so ein Bulle jemanden verhaften wollte, weißt du? Da klaut jemand was, der so, bleiben Sie stehen, sonst muss ich Sie bestrafen. Bleiben Sie stehen, gehen Sie nicht weg, wo wollen Sie hin? Der hatte, am Ende von diesem Zeug hatte der 5 Cent in seinem Hut, hinten dran waren Frauen, die dachten, es wäre so eine Aerobics-Show, so, ey, korrekt, gratis Aerobic, korrekt, Mann. Ey, so. Was ist mein? Andere dachten, da fängt so ein Harlem-Shake an, weißt du so, da kommt so ein Ghetto-Blaster, dü, alle so, der so, und aber der Kriminelle war weg, der hatte niemals gekriegt, Alter. Noch, aber am geilsten ist es, das ist Brasilien, ne? Am geilsten ist es aber in den USA, Alter. Wisst ihr, was die in den USA lernen? Nichts, Alter, die schießen einfach nur. Ich schwör's euch, das ist alles, was die machen. Ich schwör's euch. Komm da. Ernsthaft, wer die Nachrichten gesehen hat, Alter, hier, unsere Black Brothers, Alter, wir wissen, was da abgeht, Alter. Wisst ihr, wie dort Personenkontrolle aussieht? Do you have an ID or something? He's resisting! Weißt du, das ist so, ich erfinde den Scheiß nicht, Alter, ich bin tot ernst. So, auf jeden Fall, so ist das in den USA, ne? Und ich habe mich immer gefragt, jetzt braucht man auch immer mehr Bullen, immer mehr Soldaten und sowas, braucht man jetzt alles, übertrieben viel. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, dass überall Krieg gibt, weißt du, Flüchtlinge kommen jetzt, weil in Syrien gibt Krieg, überall gibt Krieg. Ich habe mich mal so gefragt, so, wer das entscheidet, wo es überhaupt Krieg gibt, ne? Das macht der UN-Sicherheitsrat, so, das sind so 5 Länder, die das bestimmen, so, weißt du, so, USA, Russland, Großbritannien, China, Frankreich. So, und dann dachte ich, weil wieso kriegen die 5 das nicht auf die Reihe? Dann habe ich gelesen so, ey, das sind doch gleichzeitig die größten Waffenproduzenten. So. Ich so, ain't that a bitch, weißt du? Und dann wundere ich mich, warum es Krieg gibt, weißt du, Alter? Das ist wie wenn du die Drogenprobleme in Frankfurt und Berlin lösen willst, dann machst du so eine Anti-Drogen-Kampagne, angeführt von Pablo Escobar, weißt du, so. Von Walter White, Scarface, Tony Montana, so, hey, wir kümmern uns um die Drogen, mach dir keine Sorgen, weißt du? Das ist doch kein Wunder, Alter. Das ist doch die Wahrheit, Mann. Ja, Mann. Grüß euch. Ey, da würden wir uns auch nicht wundern, wenn wir auf einmal so Activia-Werbung für Heroin und Crack sehen, erklärt von so einem jamaikanischen Doktor, Dr. Ngomagwewe, weißt du so? Yeah, the crack is really good for your body. You gotta take this and then you gotta fart and then it's really good, you know what I'm saying? Zum Schluss dann so eine Warnung so, für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Dealer oder Straßenapotheker.
Weißt du so, das wäre überall so. Wirklich, würden so Werbespots für Kokain sehen. Fühlen Sie sich morgens auch schlapp? Mhm. Nehmen Sie Coca-Fix. Ja, Coca-Fix. Super geil, Mann. Hey, das ist der Brüller, Mann. Jetzt kriege ich jeden Zug. Mega, weißt du. Jamaika wird überfallen, so, weißt du, hey, die hat ein Massenvernichtungsgras. It's just weed, brother. Wir mussten rein. So, aber Deutschland, das schickt mich am meisten, weil die sind nicht in diesem UN-Sicherheitsrat drin und die sagen auch immer, wir sind für Frieden, wir nehmen alle auf, wir sind Frieden und so. Aber die sind Nummer 3 dieser Waffenmafia, weißt du? Nummer 3 so. Killer, Alter. Stell dir mal vor, du bist so ein Streitschlichter. Zwei Kinder streiten sich. Hey, Kinder, hört auf zu streiten. Gewalt ist keine Lösung. Hier habt ihr eine Knarre, einen Uzi, hier habt ihr ein paar Handgranaten und einen Baseballschläger. Vielen Dank, das war's von mir. Krasser Typ. Hat der dir gerade dein Wasser geklaut? Ja. Yeah. Geil, habt ihr seine Stimme gehört? Ja. Yeah. Geil. Du Missgeburt. Hey. Oh Mann, oh Mann. Ey, DJ Wati, guck, was wir vorbereitet haben. Guck dir das jetzt an. Weil ist am Wochenende was echt Krasses passiert. Erzähl ich dir jetzt. Wir waren bei ihrem Zimmer und dann habe ich sie geküsst. Nein, das glaubt ihr jetzt nicht. Doch, echt. Wir waren ganz alleine. Die Eltern waren nicht zu Hause. Und, wie war's? Es war unglaublich. Mit Zunge. Natürlich mit Zunge. Was denkst du denn? Sag mal ein Bild. Warte, ich hab ein Bild. Hier. Nicht schon wieder. Oh, danke. Bitte. Und die Nächsten. Was kann ich für dich tun? Das volle Programm. Ist gut. Okay, ist gut. Ja. Mit Zunge? Ich schwöre. Krass. Ach, ich hab schon 12 Mädchen geküsst. Ja, immer wenn du im Urlaub was passiert ist. Komm, egal, lass gehen. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßt mit mir unseren nächsten Comedian. Begrüßt mit mir den Comedy Grand Prix Gewinner 2015 aus Berlin, Vincent Pfefflin! Ja, alles klar. Ich kiffe. Ich wollte damit aufhören, aber ihr wisst ja, wie es ist, Dinge zu erledigen, wenn man bekifft ist. Für die, die es nicht wissen, Kiffen ist so ein Zustand, wo man sich so tiefgründige Fragen stellt, wie, warum bin ich bekifft? Oder wo sind die Nachos? Kiffen ist so ein bisschen wie ein Käfer sein. Habt ihr schon mal einen Käfer beobachtet? Was geht denn da ab? Die gehen so aufs Blatt, dann gehen die wieder runter vom Blatt, dann gehen die wieder aufs Blatt. Wo gehen die überhaupt hin? So ist das, wenn man bekifft ist. Man geht in die Küche,
keine Ahnung, was man da wollte. Geht ins Wohnzimmer, dann fällt es einem wieder ein. Ist echt schwer, Dinge hinzukriegen, wenn man bekifft ist. Das Schwerste, finde ich, ist daten. Bekifft auf Dates gehen, ist einfach nicht so cool. Ich werde dann immer so paranoid. So, warum mag die mich? Irgendwas stimmt doch nicht mit der. Vielleicht arbeitet die für die GEZ. Und dann fragt die so Sachen wie, und? Schaust du auch gerne Filme? Und du überreagierst voll. So, ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Fernseher. Deswegen dachte ich, muss ich so eine Kifferin daten. Ja, dann sind wir wenigstens auf dem gleichen Paranoia-Level. Das habe ich einmal probiert, aber es war auch nicht so cool. Die hat einfach die ganze Zeit gefressen und dann ist die eingeschlafen. Der Sex war trotzdem nicht schlecht. Oh. Kiffen ist ja illegal. Das heißt, wenn du was zu kiffen besorgen willst, musst du dich ins kriminelle Milieu begeben. Du musst die ganzen coolen Sprüche drauf haben. Wie, sehe ich so aus wie ein Bulle oder was? Es ist ja nicht so schwer, Kiffer zu erwischen. Spätestens am Kiosk, wenn sie diese langen Blättchen kaufen. Es gibt niemanden, der da steht und denkt, ach, der Typ, der raucht einfach gerne richtig lange Zigaretten. Ich wurde letztens verhaftet fürs Kiffen und das war echt traumatisch, weil die haben mir so lauter Fragen gestellt, wo ich mich so krass erinnern musste. Wann wurdest du geboren? Wie viele Joints hast du heute geraucht? Ist das eine Fangfrage? Wie viele Joints habe ich heute geraucht? Fragen mich viele. Und ich sage immer, ich rauche nicht, um mich zu erinnern. Also. Ich kiff mir keinen und dann setze ich mich so hin, so, ah, wann war nochmal das? Ah ja. Cool. Ich frage mich, ob wenn die Kiffen legal machen, ob die auch so diese Warnhinweise wie bei Zigaretten auf die Verpackung machen. Ich meine, ist noch niemand daran gestorben. Was werden die dann schreiben? Achtung, macht extrem chillig. Oder in England haben die so Bilder von so einer schwarzen Lunge oder so. Vielleicht haben die dann so ein Bild von so einem Typ auf einer Couch mit einer Chipstüte auf dem Kopf. Okay, ich wechsle jetzt mal das Thema. Ich finde es schwierig, mich zu verabschieden in Deutschland. Also, weil man kann nicht einfach nur Tschüss sagen. Tschüss ist out.
Leute sagen viel mehr als nur Tschüss. Zum Beispiel Leute sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Das ist ein bisschen too much. Ich meine, was bringt das Wünschen an sich? Bist du ein Zauberer oder? Bist du Harry Potter oder was? Weißt du, so hallo, hallo, tschüss, tschüss. Das sind alles so Begrüßungen mit so einem klaren Ende. Aber sich so in die Zukunft von jemand anders einmischen. Und manche Leute treiben das noch weiter. Die sagen so Sachen wie, ich wünsche dir noch einen schönen Rest Sonntagnachmittag. Viel zu viele Infos. Man braucht nicht immer alle Infos. Das ist so wie bei Toilettenpapierverpackungen in Deutschland. Die tun die Maße von einem einzelnen Klopapierblatt vorne auf die Verpackung abbilden. So ein Blatt und dann blaue Pfeile und dann steht da 98 mal 130 Millimeter circa. Ich meine, was soll ich mir denn damit ausrechnen? Ich weiß doch nicht mal die Maße von meinem Arschloch. 8 Millimeter circa. Und dann gibt's so Begrüßungen, die klingt für mich wie so Befehle, so Befehlsgrüße. Schlaf gut. Das klingt immer wie so ein Befehl. Schlaf gut. Jawohl. Ich werde sehr gut schlafen. Und dann kommt am nächsten Tag immer diese Kontrollfrage. Und? Hast du gut geschlafen? Oder viel Spaß. Es hat noch nie jemand vergessen, Spaß zu haben, weil man ihm es nicht gesagt hat. Hey yo, wie war's auf der Party gestern? Naja, ging so. Hattest du keinen Spaß? Oh, scheiße, Alter. Ich wusste, da war irgendwas. Warum hast du nichts gesagt? Lass es dir schmecken. Mach's gut. Komm gut nach Hause. Den ganzen Tag hat man Aufgaben zu erfüllen. Komm gut nach Hause. Das ist mein Lieblings. Komm gut nach Hause. Das Problem ist, wenn mir jemand das sagt, dann denke ich darüber nach, warum ich nicht gut nach Hause kommen könnte. Weißt du, es eröffnet diese Tür. Und ich komme eigentlich meistens gut nach Hause. Ich bin ziemlich gut im Nachhausekommen. Es klappt jeden Tag. Ja, in diesem Sinne, ich muss los. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Kommt gut nach Hause und schlaft gut.